berichten wir mal von der E4. Ja, es geht voran. So circa 200 Kilometer, glaube ich, haben wir jetzt hinter uns. Ja, ich kann mal schnell gucken in der Zeit, wenn ich was weiter sage. Mal, hinter uns, wenn ich in den Spiegel gucke, ist Teddy mit Schwiegereltern noch an Bord. Ja, wir haben 185 Kilometer oder 86. 185 werden bald, weil es ist jetzt so 12 Uhr, eine Pause machen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal gucken. Ja, wir haben eigentlich gesagt, so bei 250, ne, vielleicht. Naja, 20 Kilometer noch. Jetzt wird er wieder klugscheißerisch. 250, 20 Kilometer? Wir haben noch 186. Ach so, wenn nur da zwei. Ich dachte, wenn da noch 250 Kilometer so, sind. Ja, da können wir auch. Ja, ist egal. Wir haben mal wieder nicht miteinander gesprochen. Nein. Auf jeden Fall sind wir verbunden, haben die Walkie-Talkies. Das ist eine gute Sache, wirklich. Dann haben wir bei Kai gesehen, wenn der mal unterwegs ist, hat er auch mal Walkie-Talkies bei. Und wenn man so mal nach hinten Fragen hat, kann man die wunderbar lösen. Wir klicken dann nämlich immer schön erstmal auf Klingeling, ne, damit wir erstmal anklingeln, damit Schwiegermama oder Schwiegerpapa erstmal das Walkie-Talkie in die Hand nehmen kann. Und auch Radio leise machen kann natürlich. Genau, deshalb haben wir das so. Und naja, so ist es hier. Wir zeigen euch jetzt mal die wunderbare Landschaft, die ich hier sehe. Obwohl, diesmal ist es mir nicht so schlimm, weil... Hast du ein Buch? Ich habe ein Buch, ne, habe ich zum Geburtstag bekommen. Aber wenn es alle ist? Wenn es alle ist, dann wird es schlimm, dann lese ich einfach von hinten nach vorne. Ja. Dann probiere ich das nochmal hin. Ne, hier, Tommy Thor Lingling kennt ihr vielleicht, oder wenn nicht, müsst ihr mal gucken, ist ein YouTuber mit dem ersten Schwultag. Und naja, ich brauche ja irgendwas zum Lesen. So, und jetzt würde ich sagen, melden wir uns, wenn wir nach Rast machen. Ne? Weil richtig. Immer das sein wird. Mal gucken. Zeit für eine Rast. Gerade hier im Auto noch gesagt, dass wir die Rast machen wollen. Falls ihr fragt, wo wir sind in Tonnebro am Bülles Noran. Genau, auf jeden Fall ein wunderschöner See im Hintergrund. Genau, haben also, habt ihr schon gesehen, habe die Blendung gemacht, habe diesmal ich gemacht. Genau. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier Kaffee und Kuchen machen und Tee. Denn wie fragt man so schön, was ist mit Tee? Ja, Tee gibt es auch noch. Genau, schön Darjeeling. So, und das werden wir jetzt genießen und dann haben wir noch knappe 230 Kilometer bis zu unserem Platz. Mal gucken, wie, ob wir da jetzt genauso gut durchkommen wie jetzt. Ist auf jeden Fall gut besucht, weil halt, ja, mit Spielplatz und was hier nicht alles so gibt, also richtig schön hier. Und jetzt also es ist ein schöner Rastplatz auf jeden Fall und es halten auch sehr viele an hier. 2 Stunden darf man maximal stehen, das muss man noch dazu sagen. Ja. Aber das reicht uns auf jeden Fall. Und was machen wir jetzt? Wir essen jetzt ein Stück Kuchen und trinken eine Tasse Kaffee und Tee. Wir sind angekommen. Über 400 Kilometer insgesamt. Also ja, 450, glaube ich. 460, glaube ich. Nein, die 10 Kilometer wieder. Ja. Die haben wir auf jeden Fall hinter uns und wir haben einen so geilen Spot. Ihr seht da im Hintergrund so einen Baum. Jetzt muss ich mal näher rankommen. Ja, so und, ganz oben. Und Baumpfeiler. Drauf. Und Baum, die Brückenpfeiler. Die seht ihr auch und ganz hinten sind auch Wasser. Im Endeffekt blenden wir euch das gleich alles ein, was ihr, was wir hier sehen. Kommt gleich, genau. Richtig toller Platz, ein Rastplatz, also auch mit Restaurant, also hier, naja, Tank haben wir nicht, aber Restaurant. Und auf jeden Fall Antenne haben wir auch, also wer Strom, wer Internet braucht, kriegt es ja auch. Dementsprechend habe ich auch 5G hier am Platz. Die GPS-Koordinaten findet ihr natürlich in der Infobox.
inklusive Link zu Park von 1, weil darüber haben wir den Platz hier gefunden. Genau, und es ist ein ganz offizieller Stellplatz sozusagen für Wohnmobile, also eigentlich mehr eher so ein Ausruhplatz, aber es ist auf jeden Fall das Campingzeichen da dran, oder ich sag mal dieser Wohnwagenzeichen. Und ja, alles gut. Natürlich direkt an der Autobahn, an der E4, aber heute Nacht wahrscheinlich leiser. Gehen wir mal davon aus, dass es einfach leerer wird. Genau. Und jetzt kommen die Bundis auch wieder, die haben auch schon alle überholt. Ja, die Bundis, ach so, ja, die Bundeswehr, genau. Ja, die Soldaten sind ja keine Bundeswehr. Und ja, wir genießen das jetzt hier. Jetzt gibt es heute ziemlich lecker Fisch und jetzt muss ich gucken, 16:30. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was schneiden, damit wir vorankommen. Genau. Und ja, dann sehen wir mal, was noch so passiert, ne? What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. Jetzt bin ich dann doch noch mal hier ein kleines Stückchen raufgelaufen. Also man muss schon sagen, das ist natürlich hier schon schöner Blick über diese, ja, wie soll ich sagen, Fjordlandschaft, wie auch immer. Oder diese Seenplatten, diese Hügel und Inseln, die man da hat. Im Hintergrund zwar ein Windrad, aber das stört jetzt auch gar nicht so dolle. Ist ein bisschen Windrauschen, aber das ist schon vollkommen in Ordnung. Ich blende euch da jetzt noch mal ein paar Szenen ein, oder wir blenden euch da noch ein paar Szenen ein, die ich eben hier nochmal gefilmt habe mit ein paar Fotos, bevor dann der Akku gleich leer ist. Also ja, genießt es. Ja, und beim Weiterlaufen haben wir dann hier doch nochmal was entdeckt. Nämlich sind wir einen anderen Weg gegangen. Hier gibt es sogar eine Feuerstelle. Mega. Da unten noch eine Feuerstelle. Und dann natürlich die bombastische Aussicht, die blenden wir euch natürlich jetzt wieder ein. So, wir sitzen jetzt draußen, weil hier so ein Safari-Chef rumsteht. Weil es gibt heute tatsächlich Fisch. Auf Wunsch von 3 Personen gibt es heute Fisch. Genau. Ich freue mich schon, dass ich drin eine Knäckebrot habe. Naja, komm, ein bisschen Fisch isst du mit. Kartoffeln, ein bisschen Soße, alles gut. Ich probiere das mal aus. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, eine der besten Aussichten. Kein Restaurant dieser Welt kann es haben. Der Krach könnte noch umgeändert werden. Also vielleicht sollten wir alle einfach AirPods reinmachen, dann hören wir den Krach nicht und können Musik hören. Ah, stört nicht. Ja, stört nicht? Nein, stört dann nicht. Dann nutzen wir jetzt wirklich dieses Highlight aus. Ihr seht jetzt gleich nochmal ein Bild, was wir nochmal sehen von unserer Sitzposition. Und dann würde ich sagen, guten. So, jetzt bin ich auch mit hochgegangen. Sozusagen Verdauungsspaziergang, wenn man das so sieht. Ja, war auch nötig bei dem Essen. War aber lecker. Also wir werden jetzt hier noch ein bisschen den Sonnenuntergang, also zumindest so ein Stück, die Sonne mit in den Untergang begleiten. Natürlich nicht bis, weiß ich nicht, wann ging die Sonne 22 unter? 22 Uhr irgendwas. 38, das dauert mir zu lange. Ja, das außerdem, wir müssen den Weg auch irgendwie runter. Der ist ja schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Ja, also ja, bisschen, wir wollen da ja nicht hinfliegen im Dunkeln, ne? Bisschen Kraxe muss man, und wie immer haben wir die richtigen Schuhe bei, und zwar unsere Turnschuhe. Ja, die hatte ich vorhin auch, ging aber. So, und jetzt, in dem Zeit, wo wir das genießen, die wunderbare Aussicht, habe ich nämlich, gibt es einen Grund, warum wir hochgegangen sind. Ich habe gesagt, Stefan, ey, wir haben jetzt einmal so eine geile Aussicht, und was du deppelt, machst du nicht. Ich nehme die Drohne beim letzten Mal nicht mit. Jetzt sind wir nochmal hier hoch mit der Drohne und... Genau. Also, macht jetzt einen Flug nach oben. Ich versuche es. Wenn alles gut geht, dann seht ihr die Aufnahme. Genau. Und dann sagen wir gute Nacht und morgen geht es weiter auf dem Weg Richtung Norwegen. Thank you.
Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben 7.36 Uhr und bereiten einen Teil des Frühstücks vor. Mhm. Und zwar Brötchen und Tee. Für dich. Genau, Brötchen für die Männer. Die Dame des Hauses möchte heute kein Brötchen essen. Die bleibt bei Brot. Ja, wir nehmen sicherheitshalber nochmal das Toastbrot mit. Vielleicht möchte sie ein schönes Stück. Genau, wir haben extra das italienische Brot wieder bestellt, damit wir das auch hier wieder haben, weil in Schweden, ne, das Toastbrot hat uns beim letzten Mal nicht gefallen. Wobei ich jetzt Brot gefunden habe, was es auch in Norwegen gab, das hat eigentlich ganz gut gewesen. Ja. Aber in Norwegen werden wir dann vielleicht frisches kaufen, wobei wir haben glaube ich noch 6 Pakete. Ja, ja. Kann auch sein, dass wir damit durchkommen. Ja, wir haben geschlafen hier direkt an der Brücke. Eigentlich ganz gut, also mich hat es jetzt nicht so gestört. Ja, die Sonne. Das war die Helligkeit. Also man ist echt hellmal. Aber das ist so. Um 3 Uhr wird es halt hell und dann muss man sich echt bemühen. Nochmal zu schlafen oder weiter zu schlafen. Also ich mache einfach eins, ich nehme mal das Kissen und mache dann so. Ich möchte einfach noch weiter schlafen. Auf jeden Fall, geiler Spot. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist ein ganz offizieller Platz bei Park for Night gefunden. Und deshalb gibt es den Link auch direkt von Park for Night dazu. So, und jetzt machen wir Frühstück. Und genießen die Aussicht. Genau, die zeigen wir euch dann gleich nochmal. So, wir haben lecker gefrühstückt. Ich habe heute wieder schwedisch gefrühstückt. Haben nämlich Knäckebrot gehabt. Ja, wir haben es traditionell gehalten. Genau, Brötchen und Stulle, ne? Stulle, ja. Okay, genau. Brötchen habe ich auch gehabt. So viel Fairness muss sein. Ja, wir werden uns langsam aber sicher verabschieden von diesem so genialen Spot. Das Schlimme ist, dass ich mir nichts merken kann, wie diese Brücke eigentlich heißt, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen. Irgendwas mit H. Wir wollen ja auch Bildungsfernsehen machen. Höger Küstenbrunn. Höger Küstenbrunn. Ja, wegen der Küste ist, wie gesagt, zwischen den Pfeilern von dieser Brücke. Kannst du das irgendwie nochmal versuchen? Da? Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ob wir das hinkriegen. Da ist natürlich jetzt der Baum zwischen. Zur Not blenden wir es einfach ein. Haben wir genug Fotos davon. Genau. Auf jeden Fall muss man sagen, dieses da zwischen den Pfeilern ist nur 70 Meter kürzer als die Golden Gate Bridge. Also haben wir hier die Silver Gate Bridge, obwohl so wie es ist, ist die Sunny Gate Bridge, ne? So sonnig. Hätten wir nicht gedacht, dass das Wetter so cool jetzt wird. Ja, wir haben wirklich Glück mit dem Wetter. Ich hoffe, dass es auch so weiter bleibt. Das wäre ganz toll. Ich klopfe sehr auf Holz. Ich nehme die schwedische Holzbank, die passt besser. Denn hier sind Bänke. Aber wir wollen nach Norwegen. Das heißt, du musst auf die norwegische Holzbank klopfen. Ja, das mache ich dann auch in Norwegen. Dann. Genau, wir müssen erst ankommen. Wird gleich die nächste so. Ja, wie gesagt, das hat man immer mal wieder gehört. Nachts, wenn die LKWs drüber gehen, aber das ist nicht schlimm. Und jetzt wollen wir los. Runter von den Böcken und dann Abmarsch Richtung unseren nächsten Stellplatz. Wir haben noch ca. über 1000 Kilometer vor uns. Das machen wir jetzt in einer weiteren Etappe. Dass wir insgesamt 2 Etappen haben nach Norwegen. Insgesamt von Stockholm bis Lofoten. 3 Etappen haben wir uns gesagt, weil man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Genau. Angekommen sind wir an unserem heutigen Endziel in der Nähe von Renéa. Jetzt werden wir zum Briefkasten gehen, weil man hier nämlich auch einen kleinen Obolus genau, 110 lässt. Schwedische Kronen oder 10 Euro. Das müssen wir uns aber jetzt mal ins Genaue durchlesen, was da genau gemeint ist. Platz zeigen wir euch gleich, sieht mega aus, also ist auf jeden Fall sehr schön. Und ja. Gut sind wir durchgekommen, 2 Baustellen diesmal, aber naja, ein bisschen muss sein. Und wieder der Platz, den wir hier haben, einfach nur klasse. Richtig genial. Aber dazu gleich mehr.
So, wir haben uns das ja durchgelesen. Also man kann es möglich machen. Entweder macht man das, überweist man es. Man kann eine App dafür benutzen. Man kann es in einem Café bezahlen. Das Café haben wir jetzt aber nicht gefunden. Und es gibt laut der App Park von jetzt, sagen wir mal, im Prüfungsschlag. Das machen wir jetzt einfach auf Vertrauen. Genau. Haben da unsere Vehicle Number, von wann bis wann wir drauf sind. Und haben auch nochmal geschrieben, danke für den tollen Platz hier. Genau. Und wir können Gott sei Dank auch ein Euro, steht nämlich auch dran, 10 Euro pro Nacht. Genau, denn schwedische Kronen haben wir nämlich gar nicht. Genau, jetzt heißt es noch Schlabber Schlabber. Genau, das geht jetzt dann ab in den Briefkasten. Einmal die Coronaviren hier in Schweden gelassen und dann packen wir das hier einfach in den Briefkasten und hoffen, dass es da ankommt, wo es ankommen soll. Und sagen auf jeden Fall besten Dank dafür. Genau, und jetzt zeigen wir euch den Platz. So, wieder mal sitzen wir hier am Wasser, als wenn wir nichts anderes haben. Für euch, das heißt hallo, er ist jetzt im Stummfilm gewandert. Ich muss mal gucken, ob ich das auch schwarz-weiß dann hinkriege. Nee, besser nicht, das ist mir zu viel Arbeit, das habe ich keine Lust zu. Ja, wieder mal wird gegrillt, weil wir gönnen uns ja sonst nichts. Und wir haben mitgekriegt, dass wir noch relativ an einer der nördlichsten Spitzen der Ostsee sind. Wenn wir dann unten so irgendwo MacPom sind, sind wir an den südlichsten Spitzen. Also wir haben einfach alles abgefrühstückt, was die Ostsee so zu bieten hat. Ja, und jetzt warten wir auf den Grillmeister, dass endlich die Bratwurst fertig wird, damit wir was essen können. Haben es immerhin schon 5:30. So, möchtest du auch noch was sagen? Mahlzeit. Guten Hunger. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es 8:20 am Dienstag, den 24. Mai. Wir haben gut geschlafen hier auf dem Platz. Oh ja, sehr gut sogar. Also, wie gesagt, wir haben euch ein paar Bilder gezeigt, also vorhin eben gerade vom Platz her. Also richtig schön und wie immer der Link in der Videobeschreibung. Genau. Und natürlich, wenn man früh morgens aufwacht, und zwar in einem Malibu, das muss man immer dazu sagen, denn es ist Best Van in Class, höchste Premium-Qualität, die wir hier haben. Ja, was ist passiert? Ja, wir haben das, was alle halt auch haben, ne? Angeblicher Frostschaden des Wasserhahns. Genau, wir haben im Sommer. Wir haben seit Anfang an, wo wir den Wagen hatten, Probleme mit dem Wasserhahn, wo die Dusche läuft, denn es kommt immer aus dem... Es kam immer aus dem Deckel sozusagen, tropfte es raus. Und ja, jetzt ist es nicht nur aus dem Deckel raus, sondern jetzt tropft es auch nach hinten raus. Ja, also Minusgrade haben wir hier nicht gehabt, definitiv nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Die ganze Suppe ist jetzt sozusagen unter die Dinette gelaufen, das ist natürlich super toll. Ja, ich werde nachher also diesen Wasserhahn ausbauen und dann den ausgebaut lassen und dann werden wir ausgebaut duschen, weil anders wird es nicht gehen. Naja. Ein Spaß, ne? Und das im Urlaub. Aber naja, man hat es geahnt, wir sind ja in den Facebook-Gruppen aktiv, lesen das auch wieder, da auch heute erst wieder ganz frisch gelesen. Also hier hat das nichts mit Frostschaden zu tun, es sei denn, der Frostschaden ist schon beim Malibu entstanden. Also es ist ein einfach merkwürdig. billig. Und die verkaufen hier sonst was. Aber wieder, wir sollen ja nicht meckern. Ich kann es nachvollziehen, Malibu hat gute Qualität gebaut. Ich würde sagen, aber ab dem 2020er Modell ist es nur noch Pressware. Vielleicht kriegen die auch nur noch schlechte Qualität, mag auch sein, aber... Ja, dann sollen sie endlich kontrollieren. Sollen auf die Sachen von den Kunden eingehen, das tun sie auch nicht. Das ist eine Arroganz bei denen. Das en masse. Ist zumindest Dank, so, wie wir es erlebt haben und wie es auch andere scheinbar was auch. Wir einiges lesen. Gott sei Dank nicht bei unserem Händler. Da ist keine Arroganz. Da ist nur ein bisschen, naja, Zeit. Ne? Gut. Organisation. Aufreger des Tages schon um 8:15, aber das wollten wir euch auch sagen. Auch das passiert im Urlaub. Trotzdem werden wir uns den Spaß nicht jetzt nehmen. Jetzt aber erstmal Frühstück. Alles zusammengepackt. Um den Wasserschaden kümmern wir uns nachher. Ja, spätere Sache. Ist noch nicht so wie bei den anderen, aber es ist schon wieder nervig. Haben lecker gefrühstückt, alles zusammengepackt.
Schwiegereltern sind jetzt aber versorgt. Das heißt, die können jetzt ein bisschen ABBA-Music hören. Ich habe schon Auftrag für Schwiegermama. Die hören jetzt 2,5 Stunden nur ABBA. Danach wird erstmal Musiktest geschrieben. Also vorgesungen. Mal sehen, ob sie das dann wiederholen können. Genau, und zwar jeden einzelnen Song. Sind ja nur 19 Stück, deshalb kann man den wohl erwarten. Genau. Ja, wir machen jetzt los von diesem wunderschönen Platz. Davon kriegt ihr jetzt gleich nochmal einen Schwenk. Und ja, nächstes Ziel ist auf jeden Fall Hauptziel Narvik. 5,5 Stunden brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Und die werden wir jetzt losfahren. So, wir haben a break und was soll man sagen, wir haben ein paar Probleme jetzt auf der Tour. Die haben wir schon seit gestern, unser Navi. Das Apple CarPlay vom Radio, so richtig funktioniert das nicht, ehrlich gesagt gar nicht. Verbindet sich nicht mehr mit dem Telefon. Komischerweise, nachdem du es gestern einmal stromlos gemacht hast, da hat es ganz kurz mal funktioniert, da war es kein Problem. Ja. Und danach wieder geschlafen am nächsten Tag. Vielleicht machen wir das so, ich suche mir nochmal die Sicherung raus und ziehe die jedes Mal, bevor wir losfahren, einmal raus und warte kurz und stecke die wieder drin und dann geht das. Da müssen wir schauen, ob das ist. Auf jeden Fall, wir werden Alpine anschreiben, mal gucken, ob die uns da was sagen können. Ja, ja. Werden wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten, was da so passiert. Und wie immer, wenn wir anhalten, gibt es Kuchen. Zum letzten Mal gibt es Kuchen, ab morgen gibt es dann nur noch Kekse. Genau, da haben wir nichts mehr und Tee. Auf jeden Fall ist es unser letzter Stopp jetzt hier, oder vorletzter, einmal wollen wir nochmal tanken, weil es hier günstiger ist in Schweden als in Norwegen. Vermuten wir zumindest, also wir gehen das Risiko mal ein. Das, was wir jetzt gelesen haben, ist so. Genau. Und dementsprechend werden wir einmal nochmal tanken und dann war es das auf jeden Fall mit Schweden. So, und jetzt gibt's Kuchen. Das war der letzte Halt in Schweden. Wir haben nochmal getankt. Das musste auch nochmal sein, genau. Weil wir gehen ja davon aus, dass es in Norwegen teurer ist. Und für euch mal, also hier der Dicke da draußen, 1.474 Kronen und wir haben 1.410 Kronen. Da hat aber das Gerät schon vorher abgeschaltet, also ganz voll ist der Tank nicht, aber... Genau, also wir haben 51 Liter und Teddy hat 54 Liter. Ich wollte gerade sagen, da fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel. Wir haben noch 81 Kilometer bis nach Narvik erstmal zum Entsorgen. Und dann gucken wir mal, wo es dann heute zum Übernachten geht. Auf jeden Fall können wir sagen, ist dann so langsam aber sicher diese ganze Route von Stockholm bis nach Norwegen dann an ACTA, das frühe Aufstehen an ACTA gelegt. Denn jetzt können wir eigentlich dann morgen ruhiger als ACTA. Genau, alles Stückchen für Stückchen. Wir wollen dann stückchenweise natürlich die Landschaft und so weiter genießen und nicht mehr so durchpesen wie jetzt. Aber irgendwo muss man halt ja auch Kompromisse eingehen. Wir wollten ja jetzt nicht Schweden bereisen. Und so haben wir auf jeden Fall über 2,5 Wochen nur Norwegen. Das hatten wir das letzte Mal ja nicht. Genau. So, und jetzt heißt es losfahren. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Thank you.
entsorgt haben wir hier und haben richtig Glück. Den Platz haben wir über Park 4 Night bekommen. Da stand nur was, dass man irgendwie ein Ticket ziehen muss. Das scheint gerade nicht der Fall zu sein, weil auch nicht Saison ist. Toilettenentsorgung, Frischwasserentsorgung umsonst und Grauwasser ist alles. Und auch sogar Bodeneinlass, also super für uns geeignet. Genau, genau, richtig gut. Und ihr seht da hinten den tollen Ausblick. Da ist noch eine Brücke, da sind wir drüber gefahren. Das blenden wir euch jetzt ein, damit ihr das seht. Ja, und jetzt suchen wir einen Schlafplatz oder einen Ausruhplatz. Nee, einen Schlafplatz suchen wir, einen Essplatz. Einen genau. Und dann sind wir mal gespannt, was uns dann auf jeden Fall morgen auf den Lofoten erwartet.